So, es gab vor dem Schlafengehen noch Pasta mit Bohnen und anderen Bohnen und Wein und Salz und Öl. Das scheint der Trick zu sein. Also wenn man Pasta macht in dem Riesentopf, ist es halt am Ende trotzdem nur so eine Handvoll Pasta. Sie packt nicht die ganze Packung Pasta rein, sondern halt nur quasi genug für einen Bowl oder was auch immer. Aber wenn man einfach immer mehr Ingredients reinschmeißt, dann wird der Topf nach und nach voller. Und dann sättigt das auch einigermaßen. Die Umgebung ist hier hässlich, das ist richtig. Ich habe den Ofen die ganze Nacht über angehabt. Das war wahrscheinlich nicht die beste Idee. Hatte immer noch eine Stunde noch was über. Interessant, okay. So, erstmal den schönen Regen genießen, ne? Ja, schön Regen. So. Dich entfernen. Plan für heute war. Das Journal wieder zu bekommen. Es wird eine Odyssee. Das sehe ich jetzt schon kommen. Es wird wieder tagelang Chaos sein auf irgendwelchen Straßen und Autos, die kaputt gehen und Fahrräder, die gefahren werden müssen, um da ganz hinten zurückzukommen. Ich habe gestern Nacht schon gecheckt. Unser Auto ist ja. Also gerade, warte. Hier. Der Reifen macht mir Sorgen. Ganz anderen Sachen, das ist ja nur Armor, ist okay. Fenster sind auch nicht gerade wichtig. Also es geht. Bremsen kann man drauf verzichten auf eine. Suspension, Rear Left Suspension. Was ist mit dem Right Tire Repair? Fixe Flat würde sofort gehen. Dafür bräuchten wir ein Tailoring und zwei Mechanic, was wir nicht haben. Und Ducktail bräuchte auch Tailoring. Also nur mit einem Fix a Flat. Ich weiß nicht, ob wir sowas haben. Wenn, sollte es immer im Handschuhfach landen am Ende. Achso, ja, das Journal ist, ne? Ein paar Leute schon drauf angesprochen. Das Journal, was man hier gerade sehen konnte, ist nicht das Journal, was wir brauchen. Das ist ein leeres Journal. So, dich zu. Also ich glaube nicht, dass wir eine fixe Flat haben. Also wir können nicht mit 11% bei unserem Wagen da, also beim Reifen, irgendwo hinfahren. Das klappt einfach nicht. Das ist ein Rezept für Chaos. Was ist die Alternative? Wir bleiben hier in der Nähe. Muss wohl das alles einsortieren. Stimmt. Wir bleiben hier in der Nähe und kümmern uns um andere Sachen. Wie zum Beispiel die Farm. Die Rake wollte ich noch testen. Säge. Bockert. Wir könnten das Fahrrad einsacken aus der Stadt. Dass wir das auch hier in der Nähe haben. Das klingt schon mal ganz gut, dass wir eine Alternative haben. Fast Drying Epoxy weg. So viel Ramsch hier eingesackt. So. Kleiner Snack. Jujubes eat all. Rope bleibt hier. So. Wir haben immer noch leider keinen Besen. Was ist mit der Rake? Wie funktioniert das? Dig furrow with hands. Nein. Das funktioniert nicht so. May injure your hands. Wir brauchen also keine Hake, sondern einen richtigen Pferch oder was? Unequip. Was sieht hier von außen aus, als könnte man es für Gartenarbeit benutzen? Nix. Ist doch gar nicht so viel an Werkzeug, wie ich eigentlich dachte, dass wir hätten. Was sagt unser Wagen?
Category. Ist hier irgendwas an Tools? Tool. Mit einer Schaufel. Das sollte doch funktionieren. Both hands. Und dann Tomatoes. Tomatoes klingen gut. Potatoes klingen besser. Potato und Tomato klingt auch nicht schlecht. Dig Grave, nein, Dig Furrow. Das ging schnell und einfach. Suspect. Wie viel brauchen wir? Machen wir mal 6. Unser kleiner Vorgarten hier. Ja, wird langsam warm. Ist okay. So, und nu? Sow seed. Potatoes. Require seeds 0 von 4. Achso, wir müssen die Packung aufreißen. Potato seed. Open. 50 Stück. So, Potato. Sind eine Menge Kartoffeln. Dann machen wir. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir davon brauchen, ne? Es muss der Wagen weg. Und immer schön dran denken, der Wagen ist nicht wirklich einsatzbereit, um irgendwo hinzufahren. So, du dahin. Ja, wie zur Bestätigung springt er auch nicht an. Nur dafür da, dass wir dich später den Reifen reparieren können und als Zwischenlagerstelle. Das ist deine Funktion gerade. Nicht um schnell irgendwo hinzureisen. Das ist viel zu unsicher. So, ich hoffe, das reicht für eine Person. Grob, aber haben wir noch andere Nahrungsquellen? Potato Seed muss ich wieder so auswählen. So Seed. Potato. Oh, nee, warte. Die beiden müssen. Remove. Da kommen irgendwelche Kisten hin oder so. Also, okay. Also, unser Kartoffelfeld. Müssen wir dich irgendwie noch gießen von Hand oder so? Es regnet eigentlich regelmäßig. Water Bottle. Water. Oh ja, müssen wir. Stopp, 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 stopp. Nicht mit Trinkwasser. Trink das Trinkwasser. Und dann nimmst du bitte Empty Bucket. Empty Bucket. Water voll. Ich hoffe, voll ist gut und nicht, dass wir sie gerade trinken. Plant has enough water. Na schön. Komm mal vor. Du trinkst trotzdem. Du bist. Benutzt du trotzdem die gute Flasche? Da hast du gerade einen Eimer in der Hand. Nicht ernsthaft. Du nimmst. Du hast den ganzen Eimer verbraucht? Phil. Empty Bucket.
Okay. Also natürlich ist es ein größeres Feld. Das sind ja schon, ne, keine Ahnung, 6 Meter. Ne, warte. Sagen wir 5 Meter. 5 mal 1,5 oder 2. Ich glaube 2. Ist ein Feld 1 Meter? Dann wären es 6 mal 2, also 12 Quadratmeter. Da passt schon gut was an Wasser rein in die Erde, wenn es trocken ist. Und es ist hier seit Tagen 30 Grad plus, also wird es trocken sein. Fill Bucket. Water. Nur enough Water Inventory. Okay, also unser Charakter muss jetzt regelmäßig das checken. Das ist in Ordnung. Ich denke, wir machen trotzdem gleich. Oh, das Wasser ist gleich, ne? Vielleicht mal nur so ein bisschen. Ja, dass es wenigstens überhaupt wächst. Bist du alle oder ist noch was drin? Fill Bucket. Scheint okay. Dich würde ich gerne hier platzieren, dass wir sie jederzeit dafür benutzen können. Und wir haben jetzt hoffentlich eine funktionierende Farm. Das ist auch düngen. Nee, komm. Also, ich spiele hier privat auch wieder Stardew Valley, aber das brauche ich jetzt hier nicht auch noch. Wenn, dann hätte ich gerne Sprinkler. Das kann erstmal alles weg. So, die Schaufel brauchen wir auch nicht. Place. Passt thematisch ja ganz gut hier hin. So. Wir wollten ein Fahrrad abholen. Das war eigentlich mal ein Plan, ne? Du bist auch ein bisschen stinkig. Du bist auch toilettifizierbar. Was ist mit der Wunde? Remove Bandage. Bandage sterilized. Achso, wir müssen jetzt, wenn wir das Fahrrad retten wollen. Erstmal sollst du eine ordentliche Waffe in die Hand nehmen. Crowbar. Gut. Wir müssen jetzt zurück in Richtung Stadt. Dafür folgen wir der Hauptstraße. Und was hier noch so in der Nähe ist, sollten wir auch töten, damit es nicht nach Hause roamert. Solange es keine größere Gruppe ist. Wie weit ist das so zu Fuß? Es geht. Das Fahrrad ist aber irgendwo hier hinten, ne? Ja, was ist mit Trinken noch im Rucksack? Empty Bottle. Da ist wenigstens Naschi unterwegs. Ja. Candy, Chocolate Covered Coffee Beans. Eat all. Gruppe da unten ausweichen. Bist irgendwie nervös. Warum? Hast den ganzen Tag Gartenarbeit gemacht. Das ist jetzt nicht so stressinduzierend, oder? Machen Leute nicht freiwillig Gartenarbeit zum Entspannen? Den Wagen will ich mal angucken. Und hier habe ich zu viel Darkwood. Okay. Aufräumen. Okay.
von links was kommen. Mhm. Hey, nice. Louisville. Jo. So, du siehst doch fast so aus wie unsere, oder? Um nicht zu sagen, genauso. Ja, unsere ist andere Farbe. First Aid Kit ist leer, Toolbox ist leer, Duffelback hat eine Crowbar. Die Crowbar hat immer noch keinen Schaden genommen. Nichts Besonderes. So. Bist du fahrbar? Nope. Nicht mal deine Reifen sind okay. Schade. Ich hätte gehofft, ich könnte hier ein bisschen was rausnehmen. Ja, wir nähern uns halt jetzt der Stadt, ne? Das wird so bleiben, denke ich, mit regelmäßigem Zombie-Kontakt. An sich ist es auch okay, das hier auszudünnen. Wir waren jetzt ein paar Tage nicht in der Stadt. Aber trotzdem, also die Wirkung, die wir hatten beim Ausdünnen der Bevölkerung, sollten jetzt noch spürbar sein, auch nach all den Tagen. Auch wenn da regelmäßig neue Zombies reinrummern und wo auch immer her entstehen. Ja. So kann man sich das immer wieder gut reden. Was hast du da für komische Rüstung an? Military Balaclava. Handschuhe haben wir inzwischen an, ne? Ja. Knee Length Shorts. Dann aber deine Shorts dann ausziehen, ne? Nein, das sind die jetzt schon. Hast schon gewechselt. Sehr gut. Ja, 31 Grad ist halt ein bisschen schwierig, dann das alles zur Hand haben, aber ist okay. So, weiter. Du wirst müde. Ich mache jetzt also schon weniger Schaden. Merkbar weniger Schaden. Hast du die Reifen, die ich brauche? Hättest sie eventuell. Ne, ist nochmal eine andere Marke. Wir brauchen 93er irgendwas. Wir brauchen echt ein Fahrzeug, was universelle Reifen akzeptiert. Das ist sowas von albern. Batterie. Was? Achso. Sie hat sich ins Auto gesetzt, war also in einem eingesperrten, geschlossenen Raum. Er hat dann gemerkt, wie sie gestunken hat und hat blech gemacht. Ja, okay. Das ist legitim. Hier ist der Zaun. Das war ja der Indikator, dass wir hier irgendwo auch mal eine Basis suchen wollten. Bist du so ein Modell von unserem? Weil die Autos hier vor den Türen waren ja alle heil. Das heißt, der Reifen müsste auch heil sein. Natürlich haben wir jetzt keinen Jack und Elnut, was auch immer dabei. Aber so for science wäre das mal ganz nett zu wissen. Wir haben 93er, es müsste hoffentlich okay sein.
dann ins Tal. Wir brauchen einen Jack und einen Luck Wrench. Ja. Okay. Das ist machbar. Warum kommen wir da hinten nicht rein? Das Ding ist offen. Krabbel da von oben ran. Okay. Okay. Hart. Nein, du bist jetzt schon müde. Wir lassen es einfach da. Ist okay. Geh hier hin. Remove Broken Glass. Ich will jetzt nicht mit schon zwei Müdigkeit hier jetzt panisch ein Fahrrad suchen und dann irgendwie überrascht werden oder ähnliches. Wir töten jetzt dich. Irgendwo klötert jemand. Ich glaube, es ist oben. Also hier rückelt gerade nichts an den Türen. Es wird lauter. Das ist wahrscheinlich direkt über uns. Ich wollte eigentlich nur ein Nickerchen von 1-2 Stunden halten. Da. Zwei Damen im Closet. Wir wollen keinen Korb mitnehmen, nein, wir wollen einfach nur schlafen. Einmal Gassi ab. Gott, bist du noch ein Ticken stinkig? Toilette. Du willst wieder nicht von alleine aufstehen, hm? Nein. Und warte, mach die Tür zu. Okay. Ein kaltes Bad. Ich hoffe mal, die Wunde nimmt das jetzt nicht allzu übel. Wir nehmen echt Schaden dadurch. Und wir werden halbwegs sauber, auch wenn das Wasser dreckig ist. So funktioniert das nicht, nee. Also ja, wir werden sauber, aber es kann sich halt trotzdem alles infizieren. Squeaky clean. Geh bitte aus dem Bad. Tod durch Badewanne wäre unschön. Remove Bandage. Bandage, sterilized rack. Bist ein Ticken traurig. Ja. Tequila. Bist immer noch ein bisschen traurig. 18 Uhr. Schlafen? Schlafen. Jo. Also wir werden mitten in der Nacht wach werden, aber ist okay. Wir wollen nur ein Fahrrad holen und dann nachts mit dem Fahrrad nach Hause paddeln. 3 Uhr, das ist okay, das war ordentlich lange. Ich hab vergessen, wie dunkel es ist. Wir haben keine Taschenlampe, ne? Wir haben eine liegen lassen vor kurzem, aber wir haben sonst... Keine Taschen, wir haben eine Flare. Do not fire indoors. Ich glaube, das lockt auch eher was an, was wir nicht anlocken sollten. Erst mal Süßigkeiten. Kümmern wir dann bei einer Bandage, dann wird es auch bestimmt gleich hell. Also, Bandage, remove. Band. Sterilized rack. Davon haben wir nicht mehr so super viele, ne? Dann... Ein Viertel Port Zucker zum Frühstück. Gut. Durst ist natürlich immer noch da.
setzen uns hier kurz hin und warten. Irgendwas wuselt draußen rum. 4.30 Uhr. Es wird heller, das reicht. Okay. Also, raus. Ich vergesse jedes Mal, dass hier ein Alarm sein kann, ne? Oh, wir müssten das dann auch markieren. Und zwar mit Add Note Auto. Nein. Ersatzteile. So ist okay. War nicht geplant so, aber so ist okay. Also, Sonne geht auf. Wir haben erfolgreich den Weg zur Stadt überlebt, konnten übernachten und jetzt kümmern wir uns darum, ein Fahrrad zu entführen und dann gehen wir direkt nach Hause. Ich meine, da war noch was, ne? Mal schauen.